Dem ist wahrscheinlich genauso kalt wie mir. Und ein bisschen Gymnastik gibt's heute auch noch. Moin, auf geht's. Erste Etappe, Harzer Hexenstieg. Eigentlich ist es die vierte oder die fünfte. Aber da ich ja sowieso wieder mein eigenes Ding mache, ist das ein bisschen alles anders. Aber gut, ist noch ein bisschen sehr zugezogen heute. Ist noch ein bisschen schattig. Aber man sagt ja so schön, hike cold. Das wird schon funktionieren. Und heute geht es in der ersten Etappe durch das wunderschöne Bodetal. Ich bin gespannt. Ah ja, vergessen zu sagen, ich starte von Thale aus, sonst komme ich natürlich nicht durchs Bodetal, das wäre sonst nicht meine erste Etappe. Deswegen, ne, von Thale aus und ja, schauen wir mal, was mich erwartet. Na, das hat auch schon fast alpinen Charakter, wenn es jetzt noch ein bisschen höher wäre. Eieieiei, das mag ich. Das ist ja definitiv genau mein Ding. Ich weiß, dass nachher auch noch Forstautobahn kommt. Aber das macht nichts, oder Wanderautobahn. Aber ich denke, das ist schon mal ein ziemlich geiler Start hier durch das Bodetal. Macht auch Spaß. Puh, schöne Ausblicke. Und ich glaube jetzt, wo die Blätter nicht da sind, hat man noch mal einen ganz anderen Blick auf den Talgrund, auf die Bode, die sonst halt wahrscheinlich komplett, ja, mit Blättern verdeckt wäre. Also total geil, macht das auf jeden Fall, wenn ihr die Möglichkeit habt, zumindest einmal durch das Bodetal zu laufen. Das lohnt sich definitiv. Sau cool. Schon der zweite, den ich sehe.
ist ja unglaublich. Aber der bewegt sich gar nicht. Dem ist wahrscheinlich genauso kalt wie mir. Boah, ja. So geht's besser mit dem Deppensteak vorne dran. Und man hört mich wahrscheinlich gar nicht, aber naja, da kann man so ein bisschen schwenken. Juhu. Und naja, ist auf jeden Fall eigentlich ganz cool hier. Juhu. Ja, irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl hier, dass man gerade auf dem Weg nach Bogotá ist. Puh, so, jetzt gibt es erstmal Frühstück hier, wie immer. Mein Frühstück gegen 11 oder so. Ich habe noch nicht auf die Uhr geguckt. Es hat wieder ein bisschen gedauert, weil im Bodetal habe ich jetzt nicht so die tolle Rastmöglichkeit gefunden, wo ich auch meinen Schlafsack ausbreiten konnte zum Trocknen. Da ist mir heute Nacht ein bisschen Wasser vom Wasserfilter drauf gelaufen, weil den habe ich vorsichtshalber mit in den Schlafsack genommen, damit er mir nicht einfriert. Ja, ansonsten steckt mir die Führung von gestern doch noch ganz schön in den Knochen. Das waren ja insgesamt, 5 Kilometer hin, 5 Kilometer zurück und 9 Kilometer Wanderung oder Führung. Das alles mit dem schweren Rucksack und dann viel stehen, das ist vielleicht nicht so meins. Da hätte ich vielleicht den Rucksack bei einem der anderen Teilnehmer im Auto zwischenparken sollen, aber naja. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier erstmal eine Rast machen, frühstücken
und meine Füße ein bisschen ausruhen, gucken, dass der Schlafsack trocken wird. Und dann geht's weiter und dann gucke ich mal, ob ich zwischendurch noch eine schöne Kaffee- und Kuchen-Location finde. Das wäre nämlich Bombe. Uiuiui, gerade als es nach der Pause wieder losging, dachte ich, meine Füße fallen mir ab. Aua, aua, aua. Das war gestern echt nicht so ganz so super, glaube ich. Aber mittlerweile bin ich wieder oben, oberhalb der Bode und auf dem Wanderweg. Und hier geht es tatsächlich wieder sehr gut. Ich werde es trotzdem locker angehen lassen. Und auch wenn ich gerade gefrühstückt habe, werde ich vielleicht die nächste Möglichkeit nutzen oder die übernächste, wenn es da noch was gibt, um noch irgendwie so Kaffee und Kuchen zu kriegen oder so. Und vielleicht bei der Gelegenheit da auch mein Wasser nachzufüllen, das wäre natürlich super. Schauen wir mal. Ja, wie man unschwer erkennen kann, ist der Sturm im Februar diesen Jahres auch nicht spurlos am Harz vorbeigegangen. Das habe ich gestern auf der Führung mit einem Mann im Wald auch noch mal ganz massiv erfahren dürfen. Es war nämlich doch sehr, sehr viel Baumkletterei im Spiel. Das heißt, wir mussten öfter mal über Bäume steigen, die noch quer lagen, weil einfach die Leute, die Wege pflegen, so schnell einfach nicht hinterherkommen können, weil es sich so viel auf den Wegen rum, kann man sich auch vorstellen, erst nach den 3 Jahren Dürre, die es hier gab, die ganzen geschädigten Fichten durch den Borkenkäfer. Und jetzt natürlich auch noch so ein dicker Sturm dazu. Das kann dann natürlich schon mal sein, dass durch die Lücken, die dann entstehen, das ein oder andere Bäumchen leiden muss. Jo, die Hütte Schreckental oberhalb der Bode. Die habe ich so noch nicht gesehen, irgendwie im Wanderführer. Das Coole ist, guck mal hier, es gibt sogar einen kleinen Bach, das heißt, also mit Wasserfilter sollte man da auf jeden Fall sein Wasser nachfüllen können. Und wir gucken einmal rein, weil es ist nicht so wie im Harz üblich diese spitze Hütte, sondern es ist tatsächlich ordentlich innen drin gepflastert. Na, wenn das mal keine schöne Übernachtungsmöglichkeit wäre. Aber ich habe anders geplant. Ich gehe weiter. Aber kann man sich auf jeden Fall... Kann man sich auf jeden Fall merken.
Ja, ich hatte mich ja beim Harzer Hexensteig mehr darauf eingestellt, dass ich durch Fichtenmonokulturen laufen werde mit ganz, ganz viel Kahlschlag. Ich weiß, das kommt zwar noch, aber es ist jetzt tatsächlich sehr erfreulich, abwechslungsreich. Viel Buchenwald und an der Bohle lang total geil. Gerade diese Weide hier oben. Also es ist bis jetzt sagenhaft total geil. Mann, ist das vielseitig. Gut, sie sehen ein bisschen geschunden aus, weil hier geschnitten wurde, aber das müsste Weißdorn sein. Und hier gibt es noch ein paar Obstbäume. Und hinten rauf gibt es auch relativ viel Weißdorn, viel Obstbäume. Super finde ich das. Das ist mal, ja, genial. Sehr schön. Abwechslungsreich. Oh ja, falls ihr mal nicht sicher seid, wo ihr hin müsst, dieses etwas abstrakte Zeichen ist ein Zeichen für den Harzer Hexensteig. Ja, hier in Altenbrak am Parkplatz oder Wohnmobilstellplatz, ja, Parkplatz, das wäre, glaube ich, auch keine schlechte Location für eine Pause, aber ich möchte ja Kaffee und Kuchen. Deswegen kommt meine Pause irgendwo anders. Puh, das war doch mal ein leckeres, einfaches Essen. Pommes Bockwurst, yo. Da habe ich wieder diese ganzen Teile, kleinen Teile, die nachts die Klamotten enger nähen. Aber gut. Nee, aber kann man empfehlen. Schöner kleiner Kiosk, hat so ein bisschen DDR-Charme. Pommes Bockwurst, 3 Euro, Cola 03,1,50. Das sind noch Preise, alter Verwalter. Da kann man sich fast schon gar nicht mehr im Westen vorstellen. Oh, Entschuldigung, also in West. Also, naja, dafür kann man es fast nicht machen. Ist super. Und ehrliches Essen, schön einfach. So mögen wir das. Ja, was das wohl für ein Teil ist. Ich schätze mal irgendwas Bergwerkmäßiges. Da oben entweder Tunnel oder was weiß ich. Mal gucken. Okay. Ja, noch so eine typische Harzhütte hier an der Bode. Zur Not geht das auch ein bisschen abfallend nach links hin. Aber das passt schon, glaube ich. Und ja, mal gucken, ob wir hier irgendwo durchgucken können. Weil, ja, ich glaube, hier kann man so ein bisschen sehen, wie es hier ausschaut. Hier schlängelt sich die Bode ganz genüsslich durch so ein kleines Tal oder ein breiteres Tal, durch eine Wiese oder an der Wiese vorbei und hat irgendwie eine ganz anderen Charakter als vorher in den steilen Granitschluchten im Bodetal ab Thale bis Altenbeck, Back, Buck, irgendwie so, naja.
Boah. Schaut euch das mal an. Was ein Wurzelteller. Sacre bleu. Ein bisschen Gymnastik gibt's heute auch noch. Hello and welcome to Kuhberghütte. Naja, mitten im Nirgendwo. Rate mal, wer gerade seinen Fernauslöser gesucht hat in der Hosentasche. Oder ratet mal, wer gerade in seiner Hosentasche seinen Fernauslöser gesucht hat. Echt? Ist das irgendwie Wanderdemenz oder sowas? Das ist meine Gemüse-DIY-Miso-Suppe. Geht noch ein bisschen, sie ist ein bisschen sehr gemüsig, ein bisschen sehr zwiebelig, aber es geht. Wenn ihr wollt, schaut mal bei Saki vorbei. Da gibt es eine tolle Folge dazu. Ich verlinke euch die vielleicht einfach unten mal, dann könnt ihr da vielleicht mal reinschauen. Weil der hat da super Variationen, wie er seine Trekking-Mahlzeit zubereitet, weil der steht nämlich auch nicht auf diese Fertig-Trekking-Mahlzeiten. Von daher, da mal vorbeischauen. So, ich lasse immer einmal fix aufkochen und dann habe ich keine Handfrei, einmal zaubern. So, dann kommt das einmal hier
in den Podcozy und kann dann da so ein bisschen vor sich hingaren. Spart Gas. Ja, falls du übrigens wissen möchtest, ne, wie man so einen Podcozy baut, das ist eigentlich recht einfach. Ich habe dazu ein kurzes Video gemacht, verlinke ich dir. Hier oben irgendwo in der Dingsbums, in der Anzeige. Jo, die ersten Blutsauger sind auch schon da. Ich hoffe, ich werde heute Nacht nicht gefressen. Aber bei minus 3 Grad vielleicht wohl eher nicht. Ja, als ich vorhin gemütlich auf der Wiese lag, habe ich übrigens auch schon die erste Zecke gesehen. Gott sei Dank nicht an mir, weil ich bin noch nicht gegen Zeckenbisse geimpft. Oder gegen Zeckenstiche. Gegen Zeckengerüssel. Oder Zeckenbisse bin ich noch nicht geimpft, deswegen, also FSME-mäßig, das muss noch gemacht werden. Ja, Corona sei Dank. Und ich sollte in die Kamera gucken und nicht daneben. Ja, wie du vielleicht weißt, diese Sawyer-Wasserfilter haben ja so eine Membran. Und wenn es draußen friert, kann es sein, dass, ja, die Eiskristalle quasi, wenn das Ding gefriert, diese Membran zerstören. Das heißt, der Wasserfilter hat dann keine Filterwirkung mehr. Deswegen ist es ganz gut, wenn man bei Minustemperaturen diesen Filter vielleicht mit in den Schlafsack nimmt oder mit in eine Tasche am Mann oder so oder an der Frau. Dann hast du aber das Problem. Genau, ne? Also da ist noch Wasser drin. Und wenn man natürlich hinten nichts drauf macht, hat man dann Wasser im Daunenschlafsack. Deswegen kommt hier das kleine Ding. Ja. Ab jetzt in die Tüte und da kann er rumnässen, wie er will. Ja, ungefähr 10 Minuten habe ich meine Suppe im Podcozy gelassen. Und jetzt gucken wir mal, ob die schon soweit ist. Beziehungsweise mein Nudeltöpfchen. Ja, das schaut auch nicht so schlecht aus. Dann, ja, esse ich jetzt erstmal was. So, ich gönne mir zum Sonnenuntergang nochmal ein leckeres Mineralgetränk von Basica. Und ja, verabschiede mich an dieser Stelle schon mal von euch. Vielleicht werde ich noch ein paar Abendimpressionen einfangen, aber da muss ich mal gucken, ob das tatsächlich gelingt. Wie sieht meine Mütze eigentlich aus? Oh Mann. Okay, ja, wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr ja, da unten ist irgendwo der Like-Button. Wenn ihr möchtet, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, weil dann verpasst ihr nicht den zweiten, dritten und vierten Teil dieser kleinen Serie zum Harzer Hexenstieg. Und wenn ihr dann natürlich auch die Glocke klickt, bekommt ihr auch direkt immer eine Benachrichtigung, dass gerade ein neues Video online ist. Und darüber würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch alles Gute und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.